Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Volker ist da, damit ist klar, es geht um Schnittsoftware, aber eigentlich geht es um eine Diashow-Software, nämlich Aquasoft Diashow wird jetzt oder wurde jetzt zu Video Vision und damit ist klar, es ist nicht mehr länger ein Diashow-Programm, sondern ein Videoschnittprogramm. Es gibt noch eine kleinere Version, heißt Photo Vision, kann dann ein bisschen weniger, ist aber von der Oberfläche her identisch und es gibt darüber noch das Stage, das gibt es schon länger, das dann auch wieder mit derselben Oberfläche noch ein paar mehr Funktionen kann. Wir haben uns für die mittlere Version entschieden. Es ist ein Programm, das sich nicht so ganz an alles hält, wie man es so gewöhnt ist. Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht. Das ist bei Volker auf dem Kanal. Wenn ihr also sagt, das, was wir hier zeigen, das ist euch zu hoch, dann schaut einfach beim Dilettanten. Der erklärt es euch nämlich dort, wie es viel leichter geht, weil der Amateur kann das und hier machen wir es jetzt richtig, übrigens mit demselben Amateur. Korrekt. Ich möchte da noch ganz kurz eingreifen, was der Joachim gesagt hat, weil er kannte das Programm schon länger. Für mich war das neu. Es ist eine andere Handhabung. Es macht aber, wenn man sich dran gewöhnt hat, einfach viel Spaß mit dem Programm zu arbeiten. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Ja, wir erstellen jetzt gemeinsam ein Projekt. Und zwar möchten wir in diesem Projekt einen Tag auf dem Hühnerhof zeigen. Hierfür benötigen wir als erstes ein Kapitel, das wir in unsere Timeline ziehen. Ein Kapitel benötigen wir daher, weil wir in einem Kapitel oder auch in einer Flexikollage mehrspuriges Arbeiten haben. Das brauchen wir, da wir ja nicht nur ein Objekt in unsere Timeline ziehen. Ich wähle jetzt als erstes einmal aus meinen Dateien. Hier kann ich mich ganz normal mit meiner Maus bewegen, so wie im Explorer auch, auf meine Bilder und wähle jetzt hier ein Bild, das ich als erstes in mein Kapitel ziehe. So, dieses Bild habe ich jetzt hier in meiner Vorschau, sehe aber, dass ich hier noch schwarze Ränder habe. Das mache ich erst einmal in den Eigenschaften jetzt weg über das Zuschneiden. Wir gehen dann in die Überblendungen. Hier können wir bei der Ausblendung gleich sagen, dass wir es abrupt abblenden möchten. Das erkläre ich gleich noch. Und bei der Einblendung suchen wir uns jetzt eine Blende, die das Ganze schön öffnet. Und hier gibt es ja eine große Auswahl von Blenden, die hier mitgeliefert werden. Und ich möchte hier einmal eine Schiebeblende. Ich nehme mal die mit dem weißen Rand. Ich klicke die an, sehe, wie sie arbeitet. Und mit einem Doppelklick übernehme ich diese auf mein Bild. Jetzt kann ich das Ganze hier noch schön anpassen, denn ich möchte nicht, dass die von links nach rechts arbeitet, sondern die Blende soll aus der Mitte heraus aufgehen. Ich stelle die Härte auf 100 um und ändere den Winkel auf 30. So, das können wir uns anschauen und damit haben wir hier, wenn wir auf den Startknopf drücken, eine wunderschöne Eröffnung von unserem Intro. Für unser Intro möchte ich einen Textmaskeneffekt erstellen und hierfür gehe ich jetzt auf meine Objekte und gehe hier in den Bereich Live-Effekte. Denn hier gibt es den Maskeneffekt. Diesen brauchen wir und den ziehe ich jetzt gerade unterhalb von meinem Kapitel. Der Maskeneffekt benötigt zwei Objekte. Eines davon hole ich mir noch aus der Objektbibliothek und zwar gehe ich hierfür in die Formen. Wir wählen die dynamischen Formen und hier unser Rechteck, das wir jetzt in den Platzhalter ziehen. Und unsere eigentliche Maske soll ein Textobjekt werden. Daher ziehen wir hier jetzt noch einmal ein Textobjekt in den Bereich der Maske. Den Text kann ich hier wieder ganz normal bearbeiten und wenn ich diesen jetzt markiere, dann kann ich ihn an der Stelle jetzt auch formatieren. So. Ich muss hier einmal mit meinem Positionszeiger jetzt über meine Maske und falls die Live-Vorschau hier unten an ist, schalte ich die aus, denn so sehe ich jetzt meinen Text und kann diesen entsprechend sehr gut formatieren und kann hier wählen, wie groß ich diesen haben möchte. Ich muss ihn immer markieren, wenn ich ihn verändere. Das hängt damit zusammen, weil ich auch nur einzelne Teile verändern könnte. So, dann gehe ich auf mein Rechteck und ziehe mein Rechteck jetzt auch einmal so ungefähr in diesen Bereich. Wenn ich jetzt sehen möchte, wie weit ich mein Rechteck hier noch ziehen muss, dass es den Text verdeckt, kann ich hier auf die Maske klicken, wähle mein Rechteck jetzt im Layout Designer an und ziehe es jetzt genau auf die Position
dass es komplett meine Schrift abdeckt. Denn so haben wir jetzt hier innerhalb von unserem Effekt einen schönen Punkt, nämlich das Ganze wird abgedeckt. Dass wir jetzt den Maskeneffekt erhalten, wähle ich die Maske noch einmal an und gehe hier auf Maske umkehren. Damit habe ich jetzt aus meinem weißen Rechteck die Buchstaben quasi ausgestanzt und ich sehe jetzt im Hintergrund meine Hühner und meine Wiese. Dass wir hier noch einen schönen Effekt erhalten, gehe ich nochmal auf meine Maske, wähle diese aus und gehe jetzt hier oben im Layout Designer auf eine Bewegungsmarke erstellen. Dadurch haben wir jetzt zwei Bewegungsmarken erhalten, nämlich unsere ursprüngliche und die 2 Sekunden unsere neue. Ich wähle die 0 Sekunden aus und ziehe die jetzt so klein, dass sie übereinander liegen. Dann wähle ich meine 2 Sekunden aus und mache einmal den Bereich so, dass er auch auf meiner Nulllinie liegt und dass hier die Linie waagrecht ist. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sollten wir hier, wenn wir unser Intro starten, eine Öffnung haben und der Text wird von links nach rechts schön aufgezeigt. Ja, das ist doch ein sehr schönes Intro. Und jetzt gibt es eine sehr schöne Funktion. Wenn ich so ein Kapitel abgeschlossen habe, dann kann ich an der Stelle jetzt das einfach hier mit der Minuszeichen schließen und so liegt es sehr aufgeräumt in meiner Timeline und wir können jetzt unseren Tag auf dem Hühnerhof weiterführen. Nachdem wir jetzt den Einstieg gemacht haben, geht es jetzt ein bisschen darum, wirklich individuell eine Collage zu machen und das anzupassen auf das, was das Bildmaterial eben farblich, sage ich einfach mal, hergibt. Mhm. Genau das ist das, was, sage ich mal, organisch wirkt, was keine Effekthascherei ist, was Folger sonst immer so gerne tut, weil er halt wie immer so, naja, wie es halt so ist, ne? Also Effekt nach Effekt nach Effekt. Die Anfänger. Die Anfänger. Danke. Danke, er erkennt es, wie auch immer. Ich glaube, ihr seht, wenn er jetzt das erklärt, wie es weitergeht, dass es mit ein bisschen mehr Verstand, und ich habe ihn dazu wirklich geprügelt, dann tatsächlich auch so geht. Ja, lasst euch überraschen, denn das, was wir im ersten Video gezeigt haben, wo es wirklich Standardeffekte gibt, die schon sehr toll sind, haben wir jetzt in diesem Video alles individuell angepasst und daher habt ihr natürlich die volle Kontrolle über diese Möglichkeiten, die wir euch jetzt zeigen und könnt sie ganz nach euren Vorstellungen entwerfen. Er lässt sich nicht durcheinander bringen. Los geht's. Als nächstes möchten wir einen Bild-in-Bild-Effekt erzeugen. Hierfür gibt es in VideoVision ja bereits Vorlagen. Allerdings möchten wir diesen selbst erzeugen, um somit die volle Kontrolle über diesen Effekt zu haben. Ich wähle hier wieder ein Kapitel und ziehe es in meine Timeline. Dann gehe ich auf meine Dateien, wähle mein Bild, das ich jetzt verwenden möchte, und ziehe dies zweimal in mein Kapitel. Ich markiere beide mit gedrückter Steuerungstaste, gehe in die Eigenschaften und wähle hier bei Überblendung keine Einblendung und beim Ausblenden abrupt abblenden. Dann markiere ich mein zweites Bild. Gehe hier rechts oben auf diesen kleinen Stift, damit kommen wir in den Bildeffekt, damit kommen wir in den Bildeffekt bearbeiten und hier möchte ich jetzt einen Effekt hinzufügen. Das mache ich hier auf dieser Lasche. Dann gehe ich auf mein Plus und wähle hier in der Liste unten den Weichzeichner aus. Ich wähle jetzt bei der weichzeichnenden Stärke eine 2 und bestätige das Ganze mit OK. Wir sehen, unser Bild ist wunderbar unscharf und ich mache das jetzt noch etwas größer, so groß ungefähr. Das ist gut in meinen Layout Designer noch passt. Dann wähle ich mein erstes Bild aus und mache dies ein wenig kleiner. So. Jetzt möchte ich hier eine Bewegung hinzufügen. Das können wir wieder über den Bewegungsmarker erstellen. Ich wähle diese aus und ziehe jetzt die Bewegungsmarke 2 Sekunden auf die 0 Sekunden. So, und jetzt gehe ich oben rechts auf meine Marke, ziehe das etwas kleiner und mache das gleiche unten links noch einmal, dass am Ende wieder beide Bewegungsmarken so ungefähr übereinander sind.
So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sieht man, das Bild im Hintergrund ist unscharf, unser vorderes ist scharf und zoomt hier nach innen. Man hätte es genauso nach außen zoomen können, in dem Fall hätte man die Bewegungsmarke von dem ersten Bild einfach ändern können und dann hätte man jetzt von einem kleineren Ausschnitt auf einen größeren gehen können. Wir schließen unser Kapitel jetzt einmal ab und haben somit entsprechend unser zweites Kapitel perfekt in Szene gesetzt. Ja, als nächstes möchte ich nun mal ein Video einfügen. Dafür gehe ich auf meine Dateien und bewege mich in meinen Ordner Videos und kann jetzt an der Stelle das Video, das ich möchte, einfach hier in die Timeline ziehen. Auch hier haben wir jetzt zwei, drei Änderungen, die wir machen möchten. Und zwar wollen wir nicht die Einblendung zufällig, sondern Alpha Blending. Wir möchten an der Stelle den Sound vom Video nicht haben, daher stellen wir das hier auf 0%. Aber die Hintergrundmusik soll nicht ausgeblendet werden, deshalb nehmen wir hier den Haken raus. Und somit können wir uns unser Video jetzt hier ganz normal anschauen und sehen, ja, die glücklichen Hähne im Stall und draußen. Okay, das passt. Wir könnten jetzt natürlich, wenn wir hier in unserer Timeline Platz haben möchten, das auch wieder ganz einfach machen. Wir wählen ein Kapitel, ziehen unser Video in dieses Kapitel und dann können wir das auch wieder einklappen und haben somit sehr schön unser Kapitel wieder verpackt. Jetzt brauchen wir für unser nächstes Element auch wieder ein Kapitel und auch wieder Bilder. Also wechseln wir wieder in den Bilderordner. Und jetzt ziehe ich mir an der Stelle einmal so ein Bild heraus, wo viele, viele Tiere drauf sind. Sehr schön. Und hier möchte ich jetzt einmal eine Bewegung. Es gibt Bewegungen hier in unserem Objektexplorer. Den muss ich einfach auswählen. Und dann sieht man hier, haben wir schon die automatischen Kameraschwenks, nämlich die Ken Burns Bewegungen. Und die gibt es jeweils heraus aus dem Bild oder hinein in das Bild und ziehe ich einfach auf das Bild drauf und kann es mir dann in der Vorschau anschauen und sehe, dass wir uns jetzt in das Bild hinein bewegen. So, ich wähle das Bild aus und nehme hier jetzt bei zufällig wieder die Blende raus und mache eine Alpha-Blende und möchte das Bild auch nicht liegen lassen, wie immer. Jetzt möchte ich am Ende dieses Bildes noch einen besonderen Effekt. Und daher gehe ich hier nochmal in die Dateien und wähle mir hier meinen Hahn, den ich einfach unter mein Bild ziehe. Der schaut nämlich so sehr schön, wie man hier sieht. Und das ist ein Bild, das mir besonders gut gefällt. Auch das möchten wir nur Alpha Blending und auch nicht liegen lassen. So, dass wir aber nicht den gesamten Ausschnitt jetzt haben, können wir hier in die Bildeffekte gehen. Und in den Bildeffekten gibt es den Bereich Masken. Und jetzt kann ich mir hier einfach eine Maske wählen, wie zum Beispiel das Ei, und ziehe das auf meinen Bild und kann somit jetzt das Bild sehr schön ausschneiden. Es gibt hier noch weitere. Ich wähle hier jetzt einmal als Finale das Runde und mache dies ein wenig kleiner. So, auch damit können wir dieses Kapitel abschließen. Und haben wieder einen sehr schönen Effekt hier erzeugt. Leute, wir haben uns viel Mühe gegeben mit diesem Video, mit dem Video, das Volker auf seinem Kanal gemacht hat. Guckt euch beide an. Wir freuen uns in jedem Fall immer über den Daumen hoch. Wir freuen uns, ihr hebt immer zwei Daumen, ich habe keine Ahnung, ihr sollt gleich zwei Daumen geben. Klar, natürlich fürs andere Video. Jetzt habe ich es auch verstanden. Wie auch immer, wenn ihr Fragen habt, unten im Kommentar einfach eure Fragen reinschreiben. Wir geben uns echt Mühe, dass wir auch, soweit wir das können, dann sie beantworten. Ansonsten machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, als nächstes möchten wir mehrere Bilder auf einmal zeigen. Das können wir am besten mit einem Layout. Im ersten Tutorial zeigte ich ja, wie man mit den vorgefertigten Layouts das erstellen kann. Hier möchte ich euch nun zeigen, wie man mit den Layout-Objekten arbeitet. Hierfür gehen wir in die Objekte und wählen als erstes wieder ein Kapitel. Dann gehen wir in die Objekteffekte und wählen hier ein Layout, das wir in unser Kapitel ziehen. Dieses bestücke ich nun mit drei Bildern. So, wenn wir uns das anschauen möchten, können wir hier das Layout anklicken
und sehen, dass diese Bilder jetzt hier so nacheinander kommen. Was wir allerdings nicht möchten, ist an der Stelle wieder unsere Einblendung. Daher markieren wir mit gedrückter Umschalttaste alle Bilder, wählen hier keine Einblendung, abrupt abblenden und wählen das Seitenverhältnis auf groß. Und damit haben wir genau unseren Effekt, den wir hier möchten. Perfekt. Das vierte Bild habe ich freigelassen, denn hier möchte ich jetzt wieder in die Objekte gehen, ein Unterlayout hier in mein Layout ziehen und das Unterlayout bestücke ich jetzt mit vier Bildern. So, und wenn wir jetzt hier auf Unterlayout klicken, dann sehen wir, dass wir hier jetzt vier Bilder haben. Auch diese markieren wir wieder, denn wir möchten auch hier keine Einblendung, abrupt liegen lassen und das Seitenverhältnis zuschneiden. So, und wenn wir jetzt auf unser Kapitel oder auf unser Layout gehen, dann sehen wir Folgendes, nämlich, dass wir jetzt hier bei der Einblendung unsere Bilder haben und dann hier unten rechts die drei kleinen, die vier kleinen kommen. Das passt. Was noch nicht passt, ist die Größe. Und zwar haben wir ja jetzt hier die Bildgröße noch nicht so groß, dass die oberen Bilder stehen bleiben. Daher machen wir dies jetzt alles so lange, wie wir unser Unterkapitel, also unser Unterlayout gemacht haben. So, passen das hier noch etwas an und haben damit unser Layout entsprechend jetzt so abgeschlossen, dass wir hier einen super Effekt haben. Ja, sehr schön. Auch dieses Kapitel können wir damit abschließen. Ja, Musik geht um die Welt. Natürlich brauchen wir auch eine gute Musik in unserem Video. Dafür gibt es eine Möglichkeit, wie man die sehr schön importieren kann. Das seht ihr gleich. Und wie man sie dann auch innerhalb des Videos bearbeiten kann, denn sie passt sich zum Beispiel immer automatisch an meine Videolänge an. Das Tonhandling ist insgesamt vielleicht nicht 100% auf dem Top-Niveau. Auf der anderen Seite kann man fast alles machen. Ein bisschen der Haken daran ist dieses Containersystem. Also ihr habt ja gesehen, man zieht immer erst einen Platzhalter rein, der dann gefüllt wird. Der begrenzt zwangsläufig irgendwie auch das Handling beim Audio, wenn es über mehrere Kapitel oder mehrere Platzhalter hinweggehen soll. Nichtsdestotrotz, man kriegt alles hin, man kann auch mit Kommentaren arbeiten, man kann auch mit O-Ton arbeiten, also am Ende geht alles. Schaut es euch jetzt einfach an. Ja, nun wird es Zeit, dass wir einmal etwas Musik einfügen, denn dadurch bekommt unser Video ja einen ganz anderen Flair. Hierfür gibt es einen schönen Dialog innerhalb von unserer Menüleiste, die Musik. In diesem Dialog gehen wir auf das Pluszeichen, wählen unsere Musik aus und haben diese jetzt hier importiert. Ich ändere die Lautstärke von meiner Musik auf 10% und somit ist diese jetzt hier unterhalb von unseren ganzen Kapiteln abgelegt. Der Vorteil hierbei ist, VideoVision schneidet die Musik immer automatisch so lang, wie unser Video ist. Apropos Video, ich möchte jetzt nach den vielen Bildern auch wieder ein Video einfügen. Hierfür gehe ich auf die Objekte, nehme mir ein Kapitel und hole mir aus den Daten, wo ich jetzt wieder in meinen Videoordner navigiere, entsprechend mein Video, was ich hier einfügen möchte. Hier ändern wir wieder zwei Dinge. Wir wählen wieder, dass das Alpha ist. Wir möchten es abrupt abblenden. Und den Sound mit dem Video möchten wir jetzt nicht, da wir ja hier ein Musikstück im Hintergrund haben. Und das möchten wir auch nicht abblenden. Das bedeutet, dass die Musik einfach weiterlaufen soll. Das kann man hier auch sehr schön einstellen. Man kommt dann wieder in den gleichen Dialog. Hier waren wir eben. Hier sind die Musikeinstellungen. Und hier kann ich jetzt genau definieren, wie lange meine Musik laufen soll, wie die Abblend- und Einblendedauer ist. Also da kann ich auch wieder genau drauf zugreifen. Unser Video haben wir in der Timeline und damit mit Musik wunderbar. Sehr gut. Hier an der Stelle, wo unser
Google jetzt so schön schaut, da möchte ich jetzt so langsam aber auch ein Ende finden. Und hierfür gehe ich nochmal ein letztes Mal in meine Kapitel und ziehe mir ein weiteres Kapitel in das Kapitel, das wir schon haben. Ja, wir neigen uns dem Ende zu und möchten das auch hier noch einmal schreiben. Und dafür gehen wir nochmal auf die Objekte, wählen unser Text aus, ziehen den so unterhalb von unserem Bild und fügen den entsprechend hier wieder ein. Dann positioniere ich diesen jetzt auf meinem Bild. Und ich möchte hier an der Stelle die Kontur nicht haben. Dafür möchte ich einen kleinen Schatten. So ist mein Text etwas kräftiger. Und ich habe hier noch einmal eine Animation ausgewählt, und zwar die Wort für Wort zufällig. Wenn man die jetzt einfügt, dann sieht man aber, dass die Wörter nicht von links nach rechts, sondern wirklich zufällig eingefügt werden. Das kann ich hier auf Anpassen ändern, indem ich hier einmal sage, es soll keine zufällige Reihenfolge geben und die Wörter sollen bitte von links rotiert werden. So, und auch zum Abschluss möchte ich euch noch das Partikelobjekt zeigen. Das ziehen wir jetzt ebenfalls hier unterhalb von unserem Text und wählen hier ein Bild, was als Partikel verwendet werden soll. So, und wenn wir jetzt einmal anschauen, was wir hier kreiert haben. Sehr schön. Dann ist das doch ein wunderbarer Abschluss für unser Video. Ja, und es freut mich, dass ich euch einmal zeigen konnte, wie einfach und schön man mit Aquasoft Video Vision arbeiten kann. Es bedarf ein wenig Einarbeitung, das habe ich auch bei dem Erstellen der Kapitel gemerkt. Aber wenn man sich einmal eingearbeitet hat, macht es unheimlich viel Spaß. Also ladet euch die Testversion runter und probiert es einfach mal aus. Es ist echt toll. Die Kapitel, wie wir sie jetzt hier aufgeräumt in unserer Timeline haben, die kann ich hier mit der linken Seite noch wieder öffnen, um sie jederzeit auch bearbeiten zu können und danach wieder schließen, dass sie wieder aufgeräumt hier sind. Wie ihr jetzt gesehen habt, man hat unheimlich viele Möglichkeiten. Die gehen natürlich noch weit über das hinaus, was wir zeigen konnten. Das ist immer so in Kapiteln, man ist zeitlich etwas eingeschränkt, aber ladet euch doch mal gerne die Demo-Version runter, schaut es euch an, es macht echt Spaß. Joachim, ich als Amateur, ich habe mich gefreut, bei dir zu Besuch zu sein. Mich hat es gefreut, dass du als Amateur auch für uns hier das so toll erklärt hast. Dafür schon mal ein Dankeschön. Und das Dankeschön von euch ist natürlich einen Daumen hoch. Ein Dankeschön für euch ist ein Abo auf unserem Kanal oder auch bei ihm, aber Amateur, egal. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Herrlich.